So, meine lieben Freunde, willkommen wieder zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute soll es wieder ums Live-Trading gehen und wir schalten auch direkt um. So, ich will ganz kurz mal schauen. Okay. Muss gleich mal einstellen. Jetzt bin ich hier mit einer Vierer dort handeln. Okay, wir warten noch 7 Sekunden. 2, 2, 1, los. Yes, akzeptiert. Okay. Okay. Ich habe hier jetzt eine Short Order eingegangen in Gold. Mal gucken, wie die so läuft. Wir sind gerade in Gold in einem Abwärtstrend, beziehungsweise jetzt übergeordnet sind wir immer noch in einem Aufwärtstrend, aber wir durchlaufen sozusagen gerade die Korrektur. Und das ist der Grund, warum ich hier gerade eine Short-Position eingegangen bin. Wir müssen schauen, wie der Markt läuft. Abwarten, abwarten, abwarten. Wir befinden uns hier im Scalping-Bereich, meine lieben Freunde. Das heißt, die Positionen werden relativ schnell geöffnet und geschlossen. Beziehungsweise wir schauen halt, wie weit uns der Markt erlaubt, dass wir die Position halten können in die Richtung. Und sobald ich wirklich erkenne, dass der Markt in die entgegengesetzte Richtung läuft, dann bin ich sozusagen raus. Wir warten, wir warten, wir warten. Ich hole mal kurz was zu trinken. Es läuft weiter. Okay. Jetzt kommen Käufer wieder ein bisschen in den Markt rein. Ja. Wie gesagt, auch bei der Strategie, ich habe die mehrfach schon gebacktestet. Das heißt, selbst wenn ihr hier mehrere Verluste hintereinander einfahrt, die Strategie, oder die habe ich mehrfach getestet, die ist profitabel. Die hat sich schon, sage ich mal, mehrfach bewährt am Markt. Auf lange Sicht hin, hat sie auch einen relativ geringen Drawdown. Das heißt, auch da, können wir auf jeden Fall einiges machen. Also selbst wenn wir jetzt einen Verlust, kleinen Verlust fangen, gehen wir dann direkt wieder in den Markt, wenn uns der Markt praktisch einen Einstieg gibt. So. Okay. Ich bin noch einen weiteren Chart offen, wo ich gerade ab und zu mal drauf schaue, wie der Markt gerade steht. So. Wie gesagt, selbst wenn wir jetzt hier einen Verlust bekommen, schlimm ist das nicht. Wichtig ist, dass wir, wie gesagt, langfristig profitabel sind. Und es spielt der einzelne Trade nicht immer so eine große Rolle. Natürlich ist es schön, wenn wir jetzt eine riesige Bewegung praktisch bekommen und an der sozusagen partizipieren können. Aber selbst wenn wir nur eine kleine Bewegung bekommen. Jetzt haben wir 43 Sekunden. 42. Na? Auch hier immer wichtig, dass wir den Trade schnell schließen können, wenn er halt eben nicht in meine Richtung laufen sollte. Wir warten, wir warten, wir warten. Na? Ich arbeite immer mit Kerzenschluss, würde ich euch auch empfehlen. Gerade im Scalping-Bereich, weil erst der Kerzenschluss sozusagen zeigt, wo die Kerze oder wo der praktisch die Richtung vom Markt hingeht. Und während die Kerze sich sozusagen in der Entwicklungsphase ist, praktisch nichts macht, beziehungsweise nichts macht, sich hin und her bewegt, kann man halt eben nicht genau sagen, was der Markt als nächstes tun soll. Erst beim Kerzenschluss kann man sozusagen, sage ich mal, feststellen, in welche Richtung der Markt dann praktisch läuft. Achso.
Okay. Bleiben weiter im Markt. Bleiben weiter im Markt. Mein anderer Chart zeigt mir, dass wir weiter im Markt bleiben sollten. Und so wie es aussieht, scheinen wir hier recht behalten zu haben, weil eine weitere bärische Kerze sich hier entwickelt. Das sieht alles sehr, sehr gut aus, meine lieben Freunde. Was ich euch auch empfehlen kann, was ich mir jetzt angewöhnt habe, ihr seht es vielleicht, weil jetzt ein anderer Winkel auch im Hintergrund da ist. Ich arbeite jetzt viel. So, Moment. Okay. Jetzt haben wir hier schnell geschlossen. Das heißt, mit dem minimalen Verlust sind wir gerade hier raus, was man nicht mehr wirklich einen Verlust nennen kann. Einfach weil ich gesehen habe, okay, die Kraft ist gerade hier ein bisschen raus. Position wieder schnell geschlossen. Wir warten auf einen weiteren Einstieg. Na? Wenn jetzt der Markt jetzt einen weiteren Einstieg gibt, dann sind wir wieder drin. Na, ihr habt das gesehen. Bum, bum, bum. Zack, 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 zack. Na? Werden schnell Positionen geöffnet, geschlossen. Das ist Scalping, meine lieben Freunde. Und dann wird schnell reagiert, ne? Weil jetzt geht der Markt wieder so ein bisschen weiter oben. Wir haben gesehen, dass die Kerze wieder bullisch geschlossen hat. Und da wir einen bärischen oder bärisch traden wollen, sprich den Markt weiter verkaufen wollen, haben wir die ganz kurz dann halt hier geschlossen, mit einem wirklich minimalen Verlust geschlossen und ihr seht wieder, eine weitere bullische Kerze ist entstanden. Das heißt, wir haben auch hier wieder Recht behalten, haben auch hier wieder unser, sage ich mal, Verlust begrenzt. Das war ja wirklich ein minimaler Verlust, ihr habt das gesehen. Haben wir begrenzt und jetzt schauen wir, dass wir den weiteren Einstieg bekommen im Markt. Ja? Wenn der Markt jetzt hier weiter nach unten läuft, wollen wir natürlich weiter dabei sein. Okay, eine weitere bärische Kerze entsteht. Hoffen wir mal, dass sie auch so schließt. Na? Ich habe meinen anderen Chart hier nebenbei immer offen, um halt eben zu sehen, was gerade so geht, auch übergeordnet, ist das sehr, sehr wichtig. Ihr wisst es, meine lieben Freunde. So, okay. So wie es im Moment aussieht. Guck mal, das ist halt immer dieses Ding, ne? Hier wären wir vielleicht jetzt schon wieder eingestiegen, wenn man gesagt hat, ja, okay, der Markt ist jetzt hier bärisch. Aber die Kerze hat es hier gezeigt mit einer deutlichen Docht-Reaktion nach unten, dass der Markt weiter nach oben gehen wird. Und wir sehen auch, im Anschluss hat sich direkt wieder eine bullische Kerze gebildet. Ne? Wir müssen hier auch ein bisschen aufpassen, weil wir sind, wie gesagt, nur in einer Korrektur. Korrekturen sind in der Regel immer ein bisschen schwieriger zu handeln, als eben reine, auch übergeordnete Trendbewegung. Wir sehen das natürlich auch im 1-Minuten-Chart, dass es natürlich schöner aussieht, wenn wir in einem klaren Trend sind, aber man kann auch Korrekturen handeln, wenn man denn die Bestätigung dazu hat. Und ich habe jetzt übergeordnet halt auf die Bestätigung gewartet. Und wie gesagt, jetzt läuft der Markt weiter, 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 weiter. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich noch einen Trade bekommen. Wenn nicht, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir warten weiter ab. Na? Wie gesagt, hier zeigt sich gerade keine bärische Kraft nach unten. Die brauchen wir, um hier wieder eine weitere Position öffnen zu können. Okay, wir warten weiter ab. Wir warten weiter ab. Ne? Wir reagieren sozusagen immer auf den Markt. Wir lauern auf den Einstieg. Was ich vorhin ein bisschen unterbrochen wurde, wo ich gerade den letzten Trade geschlossen habe, war, dass ich euch auch empfehle, ne, ihr seht es vielleicht, weil es ein bisschen ein anderer Winkel ist jetzt,
auf denen ihr mich seht, als in den Videos zuvor. Ich arbeite jetzt sehr viel auch im Stehen oder fast nur noch im Stehen. Das hat einfach den Vorteil, dass ich gemerkt habe für mich, ich bin produktiver, wenn ich stehe, ich kann mich besser konzentrieren, ne? Ich kann mich auch ab und zu mal bewegen. Es ist besser wie zu sitzen und ja, kann ich euch auch nur empfehlen, dass ihr da vielleicht auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch euch holt und eben auch im Stehen arbeitet. Das macht sich beim Training auch gut, ne? Zwischendurch, wenn es vielleicht dann zu viel ist. Ich habe auch hinter mir hier einen Stuhl. Das heißt, ich kann mich auch ab und zu mal hinsetzen, aber in der Regel stehe ich halt und ist natürlich auch ein bisschen gesünder, als wenn man jetzt die ganze Zeit sitzen würde. Okay, was haben wir jetzt hier gesehen gerade, ne? Ihr seht, manchmal kurz deckt das mal an. Ihr seht, wir haben jetzt gerade eine Kerze gehabt, die weder bullisch noch bärisch geworden ist. Das heißt, es könnte wieder ein minimaler Indiz dafür sein, dass gleich wieder bärisches Momentum kommt, dass die Kraft praktisch im Markt, die bullische Kraft, nicht ausgereicht hat. Ne? Und wir sehen hier direkt wieder, eine bärische Kerze ist am Bilden, weil hier die Kerze uns gesagt hat, hey, Markt hat eigentlich gerade keine Kraft mehr, weiter nach oben zu gehen. Mal gucken, ob wir jetzt wirklich die bärische Kerze sehen. Das wäre wirklich mal sehr, sehr interessant. Ja? Wir schauen mal, ob sich die bärische Kerze entwickelt oder ob das praktisch nur, na? Okay. Wir haben jetzt praktisch nur einen kleinen minimalen Impuls nach unten gesehen. Doch Bildung bleibt nach unten bestehen. Das heißt, es geht wohl weiter nach oben. Na? Schauen wir mal, ob das stimmt. Und deswegen ist es halt auch wichtig, auf Kerzenschluss zu warten. Kerzenschluss ist praktisch der Faktor, der im Prinzip ja, euch zeigt, dass ihr sozusagen richtig seid. Wartet immer auf Kerzenschluss. Lasst euch vom Markt nicht beirren. Währenddessen sich eine Kerze bildet, versucht der Markt, dich praktisch immer wieder zu täuschen in irgendeine Richtung. Versucht dich zu verunsichern. Geh der Verunsicherung aus dem Weg, indem du ebenfalls darauf wartest, auf Kerzenschluss und eben dann erst einsteigst. So. Wir sehen jetzt hier wieder, eine nächste bärische Kerze bildet sich. Was man natürlich jetzt auch hier, wenn jetzt hier die bärische Kerze hat sich gebildet, perfekt. Wir gehen aber nicht direkt rein, weil wir warten erst auf einen Momentumschiff. Ihr kennt es, ich habe auf der anderen. Ich bin mir nicht sicher, wer das ist. Okay. Siri hat sich wieder eingeschaltet. Ihr wisst es, ihr kennt es, ihr habt es auch in den Videos zuvor gesehen zu meiner Strategie. Ich arbeite sehr viel, ne, mit dem Ichimoku, mit der Baseline und mit der Conversion Line. Was ich jetzt auf den anderen Chart, was ihr gerade nicht seht, was ich offen habe, ist praktisch mein anderen Chart auf TradingView, wo ich meine Indikatoren noch drin habe. Ja, und eben praktisch halt sehe, wann wir einen Momentum-Shift haben und wir warten dann sozusagen auf den Momentum-Shift erst, bis wir dann dazu neigen, in den Markt einsteigen zu wollen. Das ist auch nochmal eine weitere Sache, ne? Wartet auf den Momentum-Shift. Punkt 1. Punkt 2. Immer schauen, dass die Kerzen geschlossen sind. Erst dann reagieren, ne? Das sind so, diese zwei Punkte sind extrem, extrem wichtig, ne? Und schaut, dass ihr euch wirklich in einem Marktbereich oder in einer Marktsituation bewegt, wo praktisch, ja, sozusagen ihr bevorteilt seid und dementsprechend die höchste Gewinnwahrscheinlichkeit habt. So, wir warten weiter ab. Wir warten weiter ab. Wir warten weiter ab. Im Prinzip, hier kommt nicht viel Momentum rein. Na, das heißt, ist ein bisschen die Luft wieder rausgegangen aus dem Markt. Wir warten weiter ab. Wir haben es auch jetzt gerade Mittag, 11:28 Uhr. Heißt, die Mittagszeit kann auch manchmal ein bisschen ruhiger verlaufen. Ist aber für uns im Prinzip egal. Ein Einstieg bleibt ein Einstieg. Und wir schauen jetzt hier. Okay.
Sollte das jetzt eine weitere bärische Kerze sein, könnten wir theoretisch einsteigen. Sind wir mal gespannt. Moment, das ist eine bullische Kerze. Okay, wichtig, wichtig, wichtig und richtig. Heißt, wir sind immer noch nicht im Markt. Wir warten, dass der Markt auf unserer Seite ist. Und jetzt hat sich die Kerze gedreht. Und das könnte wieder eine Einstiegsmöglichkeit für uns sein. Ah. So, wir warten, wir warten, wir warten, wir warten auf Kerzenschluss. So. Und go. Okay, jetzt habe ich hier einen Alarm geschaltet. Wir sind direkt hoch in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Macht nichts, meine lieben Freunde. Das macht nichts. Das macht nichts. Wir warten auf Kerzenschluss. Wenn die Kerze jetzt so schließen sollte, sind wir dann sozusagen wieder raus aus dem Markt. Aber nein. Ha! Und das ist wieder ein wichtiger. Leute, ihr habt es gesehen gerade. Ihr habt es live gesehen. Das ist es, warum ihr nie darauf hören sollt, was die Kerze zwischen den einzelnen Bewegungen macht, die halt praktisch entstehen, wenn sich eine Kerze bildet, sondern wartet immer erst auf Kerzenschluss. Viele Trader wären jetzt hier schon rausgegangen, hätten Panik bekommen. Ich weiß, wir wissen, dass wir erst auf Kerzenschluss warten und eben erst dann entscheiden, wie wir weiter im Markt verfahren. So, und es geht weiter, es geht weiter. Der Markt geht weiter in unsere Richtung und wir bleiben weiter drin. Wir sind weiter dabei. Let's go, let's go, let's go, let's go. Na? Der Markt kann auch immer noch in die entgegengesetzte Richtung drehen. Egal, was der Markt macht, wir reagieren auf den Markt und sehen dann dementsprechend entweder raus. Na, wenn die Kerze jetzt so schließt, sind wir wieder draußen. So, 10 Sekunden noch. Wenn die Kerze so schließt, sind wir weiter dabei. Wir sind weiter dabei. Ja? Markt läuft weiter. Okay, wir sind weiter dabei. Wir sind weiter dabei. Momentum ist auf unserer Seite. Wir sind weiter dabei. Weiter dabei. Und das ist halt dieses Ding, Leute. Das ist dieses Ding. Ich hoffe, wir können jetzt einen Gewinn praktisch sichern. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, ob wir einen Gewinn hier sichern können. Wir sind weiter drin im Markt. Wir sind weiter drin. Wir warten weiter ab, was der Markt als nächstes tut. Kerze schließt in 4 Sekunden. Okay, wir sind weiter noch drin. Wir bleiben weiterhin noch drin. Ich hoffe, dass es kein Fehler war. Aber so ist meine Strategie. Selbst wenn der Markt jetzt gegen uns läuft und wir einen minimalen Verlust praktisch haben, ist es, wie gesagt, kein Beinbruch. Die Strategie ist profitabel. Nicht, es ist nicht der einzelne Trade, auf den es ankommt, sondern ist es die Summe der Trades, die schlussendlich entscheidend ist. Deswegen, wenn ihr eine Strategie habt, tradet die einfach konstant durch. Lasst euch nicht beirren vom Markt. Selbst wenn ihr mal eine Verlustserie habt, es gehört alles dazu. Bleibt einfach weiter dabei und tradet eure Strategie. Habt Vertrauen in eure Strategie. Wenn ihr die Strategie gebacktestet habt, dann habt ihr eh meistens das größte Vertrauen. Okay, wir haben jetzt noch 5 Sekunden. Wenn der Markt so schließt, sind wir draußen. Und okay, wir sind draußen. Haben wieder einen minimalen Verlust. Macht nichts, wir sind weiter dabei. Wir schauen weiter auf eine nächste Einstiegsmöglichkeit. Zwei kleine Verluste, das war jetzt ein bisschen ein größerer Verlust. Aber wir sind weiter dabei. Ne? Wir sind weiter dabei.
Ich hoffe, dass wir noch einen Trade mit drauf bekommen. Ein Einstieg. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay, nächste bärische Kerze bildet sich. Nächste bärische Kerze bildet sich. Wir warten, wir warten, wir warten. Ja, wir lauern auf den nächsten Einstieg. Wir lauern auf den nächsten Einstieg. Okay, super, 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 super. Na? Wie gesagt, sobald wir eine kleine Bewegung gegen uns sehen, die sozusagen bestätigt ist, sind wir wieder draußen. So, okay. Wenn der Markt jetzt weiter nach unten geht, sprich, wenn die Kerze sich jetzt praktisch bärisch bleibt, dann stehen wir wieder kurz davor, in den Markt einzusteigen. Und wir warten ab. Wir warten ab, wir warten ab, wir warten ab. Noch 36 Sekunden. Ne? Noch 36 Sekunden, bis diese Kerze schließt. Noch 30 Sekunden. Und wir warten weiter ab. Egal, was der Markt jetzt macht, wir warten, wir warten, wir warten. Okay, bärisches Momentum bildet sich. Das ist schön. Wirklich sehr, sehr schön. Wir warten weiter ab. Wir warten weiter ab. Auf Kerzenschluss warten. Noch 13 Sekunden. Noch 10 Sekunden. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und go. Let's go. Wir haben wieder eine Order drin. Wir haben wieder eine Order im Markt und jetzt müssen wir abwarten. Was passiert? Was passiert? Wir warten. Wir warten, wir warten, wir warten. Wie gesagt, das Momentum ist auf unserer Seite. Wir warten weiter ab. Okay. Markt geht in unsere Richtung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wir sind weiter dabei. Sehr schön, sehr schön. Schönes bärisches Momentum bildet sich. Wir brechen durch. So muss das sein. So muss das sein. So muss das sein. Wir bleiben weiter im Markt drin. Wir bleiben weiter im Markt drin. Schön, 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 schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Leute, Leute, Leute. Guck mal, das hieß es. Das ist es, was wir haben wollen. Das ist es. Und auch beim Ausstieg immer warten, bis die Kerze geschlossen ist. Na? Wir warten weiter ab. Wir warten weiter ab. So, weiter abwarten, weiter abwarten. Bleiben noch weiter drin. Wir bleiben noch weiter drin im Markt.
Ja, Leute, solange der Markt nicht sagt, dass wir eben raus sollen, bleiben wir weiter drin. Okay, ein wichtiger Widerstandspunkt ist gerade am Brechen. Der befindet sich hier. Der bricht gerade. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil jetzt eben sogar noch mehr Verkäufer in den Markt einsteigen. Höchstwahrscheinlich, ne? Wir warten jetzt auf den Kerzenschluss und wir gehen erstmal raus. Stopp. Schon wieder der nächste Wecker geklingelt. Und wir sind erstmal draußen. Uns erstmal den Gewinn gesichert haben. So, meine lieben Freunde, das soll es erstmal gewesen sein mit dem kurzen Scalping-Video von meiner Seite. Ganz so kurz war es dann am Ende dann doch nicht. Aber wir haben drei Live-Einstiege gehabt heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es tut mir leid wegen den kleinen Störungen, die wir halt zwischendurch drin hatten, ne? Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video und bis bald. Ciao, ciao.